Hey Leute, ist euch schon mal aufgefallen, dass Sony eigentlich voll der krasse Hersteller ist? Sie bauen Kameras, machen Kinofilme, bauen Fernseher, die irre gut aussehen und machen die wahrscheinlich beliebteste Spielekonsole der Welt. Aber bei den Smartphones haben sie irgendwie jedes Jahr dasselbe kantige Design mit den dicken Displayrändern und den Kameras, die nur auf dem Papier überzeugen können, gebaut. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Dieses Video wurde von zwei Worten möglich gemacht. Mobilcom, Debitel. Also vielen Dank an dieser Stelle für die Bereitstellung der beiden Smartphones. Minimalistisch und elegant, das sind die neuen Sony-Smartphones auf jeden Fall. Alles, was symmetrisch sein könnte, ist symmetrisch und die neue Wölbung auf der Rückseite schmiegt sich angenehm in die Handinnenfläche. Leider wirkt zumindest das große XZ2 stellenweise etwas undurchdacht. Auf glatten Oberflächen wackelt und rutscht das Gerät wie kein zweites. Ja, es ist sogar so rutschig, dass es auf meinem Wireless-Charging-Pad nicht laden konnte, weil es immer wieder wie von Geisterhand runtergefallen ist. Und sowohl der gute Fingerabdrucksensor als auch der kleine Einschaltknopf sind eigenartig platziert und lassen sich zusätzlich schlecht erfühlen. Die Kamera ist einfach zu niedrig, was dazu führt, dass man selbst nach einigen Wochen mit dem Gerät sich immer noch dabei ertappt, auf die Linse zu fassen. Beim kleinen Bruder, dem XZ2 Compact, ist das alles etwas anders. Die Kamera liegt höher und der Finger somit da, wo er sein sollte. Beide Xperias haben gemeinsam, dass sie wasserfest sind und im Vergleich zu anderen Top-Smartphones eher etwas klobig daherkommen. Beim kleinen Modell verzeihe ich das, weil es bis auf das fehlende Wireless-Charging und einen anderen Vibrationsmotor dieselbe Technik auf engeren Raum packt. Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich jedoch. Wenn der Fingerabdrucksensor schon hinten sein muss, dann sollte es doch bitte möglich sein, mit einem Wisch die Nachrichtenleiste so wie bei allen anderen Herstellern runterziehen zu können. Grund für die Umplatzierung des Sensors von der Seite nach hinten sind auf jeden Fall die neuen Displays. 5 Zoll und 5,7 Zoll IPS mit 18:9 Seitenverhältnis und Full HD Plus sind am Start. Mir wäre OLED aufgrund des nur durchschnittlichen Schwarzwerts und der Tatsache, dass Sony die besten OLED-Fernseher herstellt, lieber gewesen. Aber so ein ordentliches IPS-Display hat auch seinen Charme. Farben sind akkurat, der Weißwert, egal aus welchem Blickwinkel, identisch und HDR wird auch noch unterstützt. HDR bedeutet bessere Farben und eine höhere Helligkeit. Interessant ist es auch, dass Sony scheinbar 120 Hz fähige Displays verbaut, diese allerdings auf 60 Hz drosselt. Wieso deaktiviert man ein Killer-Feature? Auch wenn Sony sicherlich nicht die dünnsten Displayränder hat, waren sie mir im Alltag immer dünn genug und ich kam nie versehentlich auf den Touchscreen. Dadurch, dass oben und unten noch laute, klare Frontlautsprecher zu finden sind, kann man da unmöglich sauer sein und ich finde es schick, dass die Selfie-Kamera und der Helligkeitssensor denselben Abstand zur Hörermuschel haben. Sowas nenne ich Liebe zum Detail. Wie kurz angesprochen, hat das große XZ2 einen verbesserten Vibrationsmotor, der sich wie im iPhone 10 spürbar mehr Premium anfühlt und bei Musik oder Filmen den Bass nachahmt. Manchmal ist diese Funktion komisch, aber erstaunlich oft fühlt sie sich ziemlich cool an. Doch da steckt noch mehr Technik im Gehäuse. Der neue Snapdragon 845 mit 4 GB RAM treibt die XZ2-Serie an und er ist bis zu 30% stärker als bisherige Top-Smartphones. Das zusammen mit dem fast reinen Android 8 sorgt für eine rasante Performance, die das Galaxy S9 und Huawei P20 locker abhängt. Es gibt hier und da noch kleine Hänger, aber da Sony schnell Updates veröffentlicht, könnte ich mir gut vorstellen, dass das bald, ebenso wie der Kopfhöreranschluss, Geschichte ist. Ich will mir einen Moment Zeit nehmen, euch die vielen netten Details der Software zu zeigen. Zunächst einmal gibt es da diese Ringe, die verspielt auftauchen, wenn man den Fingerabdrucksensor benutzt oder den Akku lädt. Am Mittag schickt einem das Smartphone eine Nachricht, die akkurat schätzt, wann der Akku leer sein wird. Ich mag es außerdem, wenn man die Möglichkeit hat, das Display dem eigenen Geschmack anzupassen und die 3D-Selfies sind eine witzige, beeindruckende Funktion. Aber mein Highlight dürfte es sein, dass Sony nicht versucht, das Rad neu zu erfinden. Reines Android, fast wie bei einem Google Pixel. So mag ich das. Was beim Google Pixel auch noch gut ist, ist die Kamera. Und rein theoretisch sollte die vom Xperia besser sein können, obwohl sie flach im Gehäuse geschützt von einem Metallring sitzt. Es ist der neueste Sensor mit 19 Megapixel, einer Zweierblende und 4K HDR-Videofunktion verbaut. Slow Motion ist für 0,2 Sekunden mit 960 Bildern pro Sekunde in Full HD deutlich beeindruckender als das, was die Konkurrenz maximal in HD abliefert. Dafür gibt's bei Sony im Gegenzug
keinen brauchbaren Porträtmodus. Doch was uns hier wirklich interessiert, ist nicht der Schnickschnack außen herum, sondern die pure Bildqualität an sich. Ihr habt ja schon anhand der zahlreichen Beispielbilder euch einen ersten Eindruck machen können. Die Aufnahmen sind allesamt weitwinklig, bei hellem Licht sind Details fein strukturiert und bei weniger hellem Licht schnell feinkörnig. Helle Stellen überbelichten flott, aber die Farben sind angenehm steril. Kann sein, dass das nicht jedem gefällt, aber ich mag das, obwohl dadurch ein bisschen die Lebhaftigkeit fehlt. Rot- und Magentatöne hingegen sind stark ausgeprägt, was sich gut macht, aber etwas unrealistisch wirkt. Das Rauschverhalten im Dunkeln ist spürbar besser geworden und Selfies schön weitwinklig, wenn auch softer als die 13 Megapixel vermuten lassen würden. Zuletzt gibt es noch eine gute und schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte: durch den starken Weitwinkel und die tiefsitzende Kamera hatte ich oft meinen Finger oder Knöchel ganz klein im Bild. Die gute Nachricht ist, dass der Kameraknopf weiterhin existiert und man gefühlt etwas professioneller ist. Dass beide Smartphones nicht gerade schlank sind, wisst ihr ja schon. Aber was alle etwas dickeren Smartphones gemeinsam haben, ist eine tolle Akkulaufzeit. Und vor allem in Relation zum Vorgänger hat sich hier mächtig was getan. Die Xperias an einem Tag leer zu bekommen, war viel schwieriger als erwartet und ich denke, dass 5 bis 7 Stunden Screen-on-Zeit für sich sprechen. Es ist kein Witz, wenn ich euch sage, dass das Galaxy S9 gerade einmal halb so lang hält. Per Quick Charge wird dann in 30 Minuten auf 40% aufgeladen, doch damit nicht genug. Langlebigkeit wird bei Sony großgeschrieben und die Ladekurve ist dementsprechend so optimiert, dass keine Ladeschäden entstehen. Fazit: Die dünnen Displayränder und das allgemein etwas neuere Design haben den Sony Smartphones enorm gut getan. Beim XZ2 werde ich allerdings das Gefühl nicht los, dass hier und da mit ein paar komischen Eigenarten Potenzial verschenkt wurde. Beim XZ2 Compact habe ich dieses Gefühl nicht. Das ist für den Preis echt fair und eines der wenigen kompakten, starken Smartphones. Werden wir jetzt also 2018 das große Sony Comeback erleben? Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, weil diese Smartphones hier keinen einzigen Superlativ in sich haben. Aber sie sind in jeglicher Hinsicht überdurchschnittlich, ohne in einer Kategorie unterdurchschnittlich zu sein. Und das macht sie zu extrem treuen Begleitern. Das war's von meinem Review. Macht's gut, bis bald. Ciao!